Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der LS19 Ravenport. Und bis 6 bin ich schon wieder fest am Arbeiten. Ich hab während der. Währenddessen, also zwischen der letzten und dieser Folge, ein Pferd rausgebracht. Ein Pferd noch zusätzlich ausgeritten. Jetzt fallen nur noch 3, das liefert mir schaffen bis 8. Mond geht eigentlich jeder Bauer gerne schlafen, aber eine Kaban hast noch ab und ein Big Bag habe ich geholt und eingefüllt in die Sämaschine. Das müsste eigentlich ausreichen, damit wir die Mission vollenden können. Wir sind gerade, da bin ich noch bei dem, 80%. Müsste sich also ausgehen. Dann muss ich noch sagen, ich hatte während ich offline war und das Big Bag geholt habe am Händler einen kleinen Unfall. Ich muss ja sagen, ich bin ziemlich froh, dass ich da offline war. Das war eine sehr blöde Geschichte. Dadurch, dass die Sämaschine ziemlich lang ist, beim Händler geht der Bandgleis. War ich nicht so schnell drauf, während ich gerade drauf gefahren bin, hat es angefangen zu blinken, aber ich gedacht, passt, bleiben wir stehen, fahren wir schnell zurück, weil ich schaff's nicht mit dem ganzen Sämaschinen drüber, bevor der Balken runterkommt, aber ich hab's zurück auch nicht mehr geschafft, der Balken ist genau zwischen Traktor und Sämaschine eine, ich hab nicht vier, ich nicht zurück können, und der Zug ist in meinen Traktor geraucht. Hätten wir einen Schaden da in dem Spur, wäre mein Traktor Schrott und die wäre tot. Das hätte ich mir schnell ausgekopft. So ist jetzt zum Glück nichts passiert. Ich weiß nicht, ich sehe nur die Wartung von dem Traktor ist auf die Hälfte, ob der vorher schon war oder nicht. Weiß ich nicht. Wäre möglich, dass er so weit runtergegangen ist durch einen Unfall oder auch nicht. Dafür müssen die mis andere Videos, als alte Videos da schauen, dann was ist. Jetzt fahren wir zuerst wieder auf. Danach fahren wir dann wieder auf. Ich fahre eh nicht ganz auf, sondern nur so weit, weil du dann beginnt die Schrägen. Soweit die Sämaschine. Jetzt haben wir mal die volle Werten nutzen kann. Wir haben da 85%. Das heißt 18% noch, dann ist das Feld soweit fertig. Das ist ein Blödsinn, wenn wir das nicht nutzen. Mir fällt was ein. Das haben wir fast gedacht. Das ist der. Das heißt, Zeit, da geht es nämlich schmaler. Das heißt, da spitz. Das sehen wir nicht an. So. Jetzt sehen wir schön noch grad. Also fast. Da, das schaut gut aus, gell? Ich glaube, das schaut gut aus. Das passt. Das passt da. So. Tempomat rein. Und die Maschine anschalten. Wir sind schon mit 9 km/h unterwegs. Bin schnell auf 13 km/h. So, hat die 13 km/h schon erreicht. Schneller geht's mit der Sämaschine, genau. Besser als wenn wir andere Richtung fahren, da würde ich nur mit 8 km/h durchhaften. 5 km/h sind 5 km/h.
87%. Das schaffen wir halt. Das schaffen wir heute. Und besser, ja, passt. Auf der Server. Dahin. Passt. Und jetzt fahren wir wieder hoch und dann von oben wieder runter. So, wo haben wir's? Das ist die Linie. Jetzt muss ich nur schauen. Oh. Immer. Ab hier beginnen wir. So, da einmal niederlassen. Fahren wir einmal mit dem aus. Passt. Tempomat und Zähmaschine ein. Und wie viel haben wir? 92%. Ich sag nicht, dass ich umsonst das Big Pack gekauft habe. Ich hoffe nicht. Geht sie nicht unten im Haus. Das Backpack hätte ich so oder so gebraucht. Leider. Ich hoffe, dass es noch auslohnen wird kann. Weil ich kann es für meine Sämaschine nachher noch verwenden. Ist ja nicht so. Ich hoffe es natürlich, dass ich es wieder verwenden kann. Dass ich es auslohnen kann. Aber es geht sich knapp. Knapp nicht aus. Was, das fahren wir von auf jetzt, ist mir wurscht. Wir sind dann immer noch 5%. Was, das ist unten.
Verdammt, das ist schön. Und das und das und da komm. 6, 7 km/h. Ist auch ein Unterschied, ob ich mit 7 km/h fahre oder mit 13, gell? Normalerweise, wir sind das schon. 4% noch. 8 km/h, bisschen noch schneller, mein Freund. Ich schupfe ein bisschen mit. Ja, genau so. Jetzt haben wir es hier bald. Jetzt haben wir es bald, 96%. Also da bei dem Feld von oben nach unten fahren zahlt sich definitiv aus. Wie man gerade merkt. 98%, 2% noch. Die ganze Breite, deswegen und dann auch Mome, dort haben wir jetzt die letzten 2%. Den Spurenreiser brauche ich jetzt nicht mehr. Weil bis wir unten sind, haben wir die 2% auch voll. Oder 1%. Da muss ich ein bisschen nach unten schauen. Weil nach oben sehe ich fast nie, wenn da was steht, so wie jetzt. Den geholten zum Kontostand und so sieht man nicht. Jetzt muss ich ein bisschen nach unten schauen. Jetzt mal schön Sicht. Das wäre nicht schlecht, wenn ich es umändern könnte, den schwarz oder was. Stopp! Stopp! Hochfahren! Einklappen! Danke! Das war's! Schauen wir schnell. Kai Saat wählen, entladen. Das geht. Passt. Das heißt, jetzt fahren wir schnell wieder zum Hof, dort tun wir das Feedback entladen. Ja, passt. Ein größter Stolperstein ist noch aber da. Der Bahnübergang. Ich glaube, der LKW, der Zug, der den noch Stein. Ich habe noch probiert, schon einen Zug erhalten, aber leider. Weiter. So. Das sieht da jetzt hängen tut, das
Ja, fast logisch, gell? So, entladen mit der D und 4. Jawohl. Das hat funktioniert. Sehr gut. Und 18.000, knapp 19.000 kriegen wir noch. Minus die 3.000 für die Pickbacks und das andere ein bisschen. Ja, 15.500. Gewinn, rein Gewinn. Abschließen. Danke. So. 19.000, ja. Also ich bin fast auf das gekommen, was ich gesagt habe. Wir haben einen Kontostand von 49.000. Das passt gut. Da schauen wir uns kurz mal um. Wie viel braucht man überhaupt? Und zwar zum Ahnen, das mich interessieren. 315, 313.000. Okay. Das war interessant, weil es eine Wiesenflächen ist. Dann brauche ich, schauen wir mal noch, die Gerätschaften. Es wäre super, einen eigenen Drescher zu haben. Aber sicher nicht den FMZ. Obwohl es besser, wenn nichts ist. Für die kleinen Felder inzwischen wird das selber weiter machen. Ihre 80.000. Wasser F4 oder Z. Ist da, was du da noch mal so. Wird halt aber auch den Kind anhängen, glaube ich. Aber der andere, der reicht schon für Hafer, nämlich. Ich brauche Gold, das hilft nichts, ich brauche mehr. Schaut unser Finanzstatus aus gerade. Minus 450. Minus 450.000. Passt, was super wäre. Platzierbare Objekte. Wer ist es, die Verstrisse, oder? So was. Eine Sonnenkollektoren. Bringt mir 25 Euro die der Tag? Also es kostet mir 25 Euro einen Tag. Bringen tut es mir 660 Euro die Stunde. 660 Euro, der 330 und der 165. Das mal 24 bei 2400. Also da. Das wird sie auszahlen. Also die würden sie echt auszahlen, gell? Sechshundertsechzig mal 24.
24 mal 6 wäre 120, wäre 140. Bei 14.000 am Tag. Zusätzlich, das ist krass blöd, so eine Mission am Tag. Sie mehr sparen würden mit einem von dem Gerät. Aber es halt da ja. Werden wir uns dann auch besorgen, aber nicht jetzt. Ist leider zu früh. So, wie schaut's aus? Unser fällt noch immer nicht in den Reifen. Super. Gut, was machen wir jetzt? Nehmen wir die nächste Mission. Wir haben inzwischen nichts anderes zu machen. Flügen? Nee. Geht sie nicht. Das, was sie wirklich ernt, ist eigentlich das Ernten. Und so eine kleine Seearbeiten, das könnt ihr mit unseren A machen. Volt 19. Volt 19, 24, 25, 26, 19 und 26. Aber 15 und 16. Was ist das? Keine Ahnung, was das Gebäude da gerade ist. Und da nehmen wir einen 17er. Aber ich glaube, dort werden wir halt hier reiten mit unserem Pferdl. Kann das sein, dass das ein Hühnerstall ist? 15, 16, 19, 26 ist wahrscheinlich alles Ernten, oder? Ich meine 10. 16, 15, 26, das 19, ja. Das könnten wir alles mit unserem Traktor machen. Aber es ist halt 10 KV, wie viel? 300, 2000. Wenn ich rechne, da, das fällt 15, braucht mindestens ein Big Bag, verdiene ich gerade mal 1000er. Ich brauche eine Ewigkeit an Arbeit. Das rentiert sich alles nicht. Ballenpressen, das wäre wieder eine schöne Arbeit. Okay, extra dazu verdienen. Oder beim Ernten. Ernten sowieso. Schau nochmal. Ernten, 1300 irgendwas. Zahlt sich nicht aus. Siebzehner Ernten. Mit einem John Deere. Ah, plus zwei Geräte können auch 500 weniger durch die Ernte nehme ich noch mehr. Bringe die Erzeugnisse dann hier hin. Range fällt 17 zur Range. 17 Range wäre nicht weit weg. Dann machen wir die Mission. Geräte ausleihen, passt. Weg. Rechts und da bin ich vorher drin gehängt. Also, wir haben da einen John Deere Drescher, einen John Deere Traktor und einen Agroliner, genau, Agroliner, so wird so. Das Gerät, das schneit, warum wir nicht brauchen, wir fahren gleich direkt mit links hoch.
also ein bisschen da Viere schöpfen. Soweit ist es nicht zum Fall 17, aber wenn ich mich richtig erinnere. So breit ist das Mähwerk auch nicht. Oder? Komm ich durch? Ja, komm ich durch, sehr schön. Das aber kann ich ein bisschen ausfahren. Es geht bei der schönen Geschwindigkeit drauf und bevor da ein nächstes Auto kommt, bin ich schon wieder woanders. Bin ich nachher schon fast am Feld wieder. Geburt geschaffen. Die nächsten Autos sind da drüben. Wird ein bisschen hapig. Oder auch nicht. Und da fahren. Einfach besser. Von da jetzt einfach drüber, ich hoffe, da kommt ein Zug. Okay, braucht man normalerweise nicht. Also bin ich gleich beim Feld nehmen. Weiß ich nicht, da drüben noch, aber das ist Zug und wir fahren. Das ist ja schon das Feld. Passt. Feld 17. Nein. Oh. Da scheint die Sonne rein. So. Nicht schön, nicht schön. So. So. Und. Nochmal. Iri und Eda. Sara. Und dann schalten wir es. Muss ausklappen. Das sind Drescher. Ah, da kommt der Sonne auch jetzt schon eine. Passt. Und starten wir auch die Kiste. Sehr schön. Das Gute, wir sind da eh erhöht, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wenn wir abladen, können wir ziemlich gut nachher gerade umfahren, fast zur Range. Abladen. Das passt wieder einwandfrei. Oder? Oder nicht? Oder doch? Mal schauen. Normalerweise nimmst du mir ein bisschen an Höhe weg, dass ich da rumfahren kann. Zu dem Gebäude da geradeaus, dort reiten wir nachher jetzt hin. Das Pferd aushalten gehen. Gerade was gesehen, was mir nicht so taugt. Ah, okay, wieder. Meine FPS, ich nur gerade, dass ein bisschen schwanken. 57 von 50.
Das habe ich aber fast immer, wenn ich das Börsen bin, Drescher. Ja, was soll's. Obwohl ich von der Einstellung nicht mehr viel was umändern jetzt, wenn alles besser läuft oder besser aufgenommen wird, weil alles an der Qualität und der Grafik nachher eingreifen wird. Ich hätte doch gern die größte oder beste Grafik zum Aufnehmen das Geld verwenden. Was halt der packt, der Computer. So. Was stehen lassen? Ich hoffe nicht. Das haben wir gar nichts angeschaut und sind schon die da. Da haben wir ein Kassettenradio. Sieht halt so aus wie einer. Ziemlich viel Tasten zum Eingeben. Ohne. Der schreibt er hin schon. Also, dass ich gerade Bohnen ernten tue, das erkennt er. Leider erkenne ich durch den Steuerknüppel nicht alles, was dort steht. Also, Fassungsvermögen schreibt er hin, die Uhrzeit. Aber ich werde da jetzt mal kurz Stopp machen. Das eine wird Luftfeuchtigkeit sein. Ah ja, passt. Weil ich würde sagen, wir hupfen jetzt da rein. Wir können das nächste Pferd ausreiten. Damit wir wirklich alles schon fertig bringen. Jump. So, was ist denn das nächste? Wer die von euch da, sag mal, wissen euch noch. Der Racer weiß es. Davon sind die zwei. Ist der Racer, ja. Passt. So. Machen wir wieder mit der Statur, weil das haben wir beim letzten Mal gemerkt. Das geht mit der Statur doch ein bisschen besser. Als wie. Lenkrad. So, wo komme ich da rauf? Wir wollen da hinten, um zu schauen, was dort neben dem Feld, was wir ernten, was das ist. So, da. Und während das da reitet, gehe ich ein bisschen. Na, nächste Tierhaltung, Farmhaus, schauen was kostet mit das, 180.000. 180.000. Mit den Missionen ein bisschen noch einnehmen und vielleicht einen Kredit aufnehmen.
Ein Farmhaus wäre irgendwie nicht schlecht zum Schlafen gehen. Halten wir über die hölzerne Brücke drüber. Der was leicht einbruchgefährdet ausschaut. Mal da quer durchkommen. Da drüben ist die Sonne. Wenn ich das Sonnengang reit. Ja. Es hat noch Zeit ein bisschen zum Wandern. Wird so schön Westen und rein. Ja, da hinten ist das Gebäude, sehe ich schon. Das weiße große Gebäude. Bisschen auf das Pferd. Zug vor da vorbei, das passt. So braucht man keine Angst, um dass wir überfahren werden. Da war Map beim letzten Mal. Ist wahrscheinlich zu home. Oder? Info brauchen wir nicht. So, und du sagst mir jetzt, was du bist. Petto wird baut. So. Mit der eine. Also da kommen nicht eine. So. Passt. Bleibt da. So hoch. Das ist einmal super. Leider wir können verwenden. Da kommen wir nicht dafür. Schon eher ab. So, also da ist eine große Baustelle. Wahrscheinlich wird die dort drüber kommen. Ja, glaube ich. Weil da jetzt bei der Leiter durchlaufe, aufs Dach gehe, schauen wir da so drumherum. Lege ein paar alte Bänke. Was steht da? Nix. Hätte da hinten nicht der durch um reiten können. So wie es ausschaut. Okay, da sind dann Fässer zum Wasser sammeln. Da kommen nichts rein, gell? So ist zu scheiße. So, dann können wir da durchlaufen, ne? Schau, wird da auch. Oh la la.
wollte das erleidet, dass ich wieder da aussehen nachher komme. Oh la la, sehr schön. Haben wir so einen Delfin nicht schon mal gesehen? Vorher irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Ist da noch irgendwo eine Tür, was offen ist? Das heißt, da in das Gebäude kommen wir nicht rein. Ah, okay, das ist das, was auf der Karte ist. Dort der Mais. Der ist verdorrt. Sind keine Hühner gewöhnt, das war der Mais. Ein Teich. Wasser her. Aus dem Bauerngarten durch. Ja. Ja. Irgendetwas Besonderes, das man da aufmachen kann, irgendwas oder so. Ist nett, oder? Schade. Aber es ist trotzdem schön. Da. Das ist ein Mod, was ich hab. Wird da nichts Firi? Und auch die Glocke. Okay, das ist halt so, dass ich da unten stehe. Nur halt jetzt da ein bisschen am bin. So, mal schauen, ob ich da die Leiter so scharf hochkommen. Man sieht unten direkt, wie sich das Gras bewegt, weil ich gehe. Seht ihr das? Da. Dass ich da nicht aufs Dach nachkomme. Auch ein bisschen höher. Die Glocke. Sehr schön. Oh, das Blumsklo. Pfui. Da hat man schon die Fliegen auch. Ein altes Blumsklo. Da unten? Dafür fliegt er jetzt nirgends durch, aber. Oh mein Gott. Oh, ich bin jetzt schwindelfrei. Lass mich da hoch wieder. Scheiße. Bin schon gefallen. Das passiert, wenn man so nah an einer Klippe geht und nicht schwindelfrei ist. Ziehen wir mal da um. Also die Aussichten, das sind schon schön muss. Also dort die Grafik ist wieder nicht so berühmt, aber. Da nichts hoch. Ah, da ist. Das wieder. Okay. Unten ist ein Holz. So. Stellen wir mal ein bisschen auch in die Höhe. Irgendwas noch sehen.
da unten und der Fluss daher. Eigentlich in der Richtung müsste etwa Abschrauber sein. Da geht dann auch so ein Fluss entlang. Das sind zwei da drüben. Ja, sieht man unten auf der Karte. Die vereinen sich. Normalerweise müssen die da jetzt so umhupfen. Auf die Schnalle machen, wenn es da. Nee, wenn es geht. Dafür müssen die da oben jumpen. Es wäre keine gute Idee. Weil ich will keinen verleiten, das zu machen. Das ist zwar nur ein Spur, wie jeder weiß, aber. Wechseln wir das oben. Schau. Aber kommt man ohne einen großen Sprung zu wagen. Sind da unten Schwammel? Ja, da sind da eine Schwamm. Das haben wir wieder abgeklettert. Also, sich im Wald und immer vor lauter Baum Shell. So, oder? Bisschen beeilen, weil wir haben schon 47 Minuten. Das Gewässer hätte ich mir doch noch gerne anschauen. La la. Oh la la. Oh la la. Soll ich da irgendwas machen mit dem? Gegenwerfen. Hoppala. Wo ist ein Hit? Da haben wir. Hammer. Da haben wir es fort. Schade. Da haben wir es verschwunden. Ich kann mich erinnern, bei den 17er war schon überall so ein Jet-Set-Farming 21.048. Ja, bei den 17er, alle 17 waren auch bei den einen oder anderen von Shines, bei den Karten seine versteckten Automaten. Aber schade, dass man da sonst nichts drin kann. Versteckte Spielautomat. Gehen wir da noch um. Nee. Dumme. Oh Gott. Was ist da los? Hä? Was ist denn da jetzt passiert? Kann ich mal hupfen? Oh Gott, kann ich nicht mehr hupfen? Okay, kann mich da noch so bewegen? Klar machen? Jawohl, jetzt auch. Aber da kann ich wieder nicht hupfen. Leute, die da gern um mich. Kommt da nicht hoch. Und komm ich da nicht hoch. Lass mich da hoch, lass mich da hoch, lass mich da hoch.
Ja, das heißt, dass ich dadurch, dass ich beim Spielautomaten irgendwie was gemacht habe, nicht mehr hopfen kann. Irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen verdächtig vor. Seitdem ich mit den Automaten da operiert habe. Da kann ich nicht mehr gescheit 4 Jahre da zurücklaufen. Ich komme da nicht mehr von der Stelle. Hallo, lassen Sie mich los. Okay, ich häng fest. Das war's, ich hopf da zum Viertel. Steig an. Da geht wieder alles. So, jetzt geh ich noch einmal zum Automaten, schauen, ob da irgendwas das noch einmal passiert. Oder? Ah, das machen wir anders mal. Weil sonst dauert es wieder zu lang. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich werde sicherlich noch einmal zu den Automaten früher oder später schauen. Ja, wir reiten nochmal noch mit dem Vettel zurück und dann nächstes Mal machen wir mit unserer Mission da unten weiter. Da gehen wir mit dem John Deere weiter ernten. Also bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.